Hallihallo, ihr Leseratten. Wie ihr gerade gesehen habt, geht es um Muck von Anna Mukikat. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus. Oh, schwierig mit Nachnamen. Ja, es ist wieder eine Dystopie, die ich gelesen habe und diesmal möchte ich tatsächlich eine Videorezension dazu machen. Also die erste Rezension überhaupt zu einer Dystopie, nachdem ich halt die andere Dystopie gelesen habe. Ich habe das Buch freundlicherweise vom Knauer Verlag zugeschickt bekommen, worüber ich inzwischen sehr, 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 sehr dankbar bin. Es spielt in München im Jahre 2120. 20.120? Nein, 2120, Entschuldigung. Ja, also gar nicht mal so weit weg. Es ist halt in Deutschland, was ich interessant fand. Und inzwischen weiß ich auch, es ist der Auftrag einer Reihe. Der nächste Band erscheint im nächsten Jahr und es werden noch, ich weiß nicht, ob das schon mitzählt oder ob es erst, ob es vier weitere gibt. Also ich habe mit der Autorin kurz geschrieben, sie hat gesagt, es gibt auf jeden Fall vier weitere E-Books, die so, ja, Gamer würden sagen, in uns, hat sie gesagt. Ja, finde ich gut, dann muss man nicht lange auf den nächsten Band warten, hat man ein bisschen häppchenweise mehr von der Geschichte. Ja, ich lese euch mal den Klappentext vor, würde ich sagen. Wenn unsere Welt untergeht, München 2120, 100 Jahre nach dem großen Sterben, dem beinahe die gesamte Menschheit zum Opfer fiel, ist von dem Wohlstand der Stadt wenig übrig. Zerstörte Häuser, Müll und Dreck in den Straßen und Skelette in der U-Bahn, so präsentiert sich Muck, wie die Stadt mittlerweile heißt, der Kletterkünstlerin Pia. Pia ist auf der Suche nach ihrem Bruder, der vor Jahren verschollen ist, und nach Antworten. Denn das große Sterben haben nur Rothaarige überlebt, ihre Haare jedoch sind pechschwarz. Aber Muck ist kein Ort des Wissens und der Freiheit mehr, sondern eine gnadenlose Diktatur. Pia muss sich entscheiden, ob sie auf der Seite der Unterdrücker oder der Unterdrückten stehen will. Ja. Ich muss sagen, ich kam relativ schwierig in die Geschichte rein. Sie beginnt quasi, man wird reingeworfen, eine Szene und ich denke mir so, hä? Keine Ahnung, also das fand ich, ja, am Anfang so, Aber es wird immer besser und das Buch wird immer spannender. Also ich habe dann irgendwann gesagt, so, weiter. Noch ein kleiner Kritikpunkt ist aber, dass viele Wiederholungen vorkommen. Also es werden ganze Sätze quasi wiederholt oder Redewendungen wiederholt. Und ja, das fand ich etwas schade. Auch, dass einige Sachen für Pia vor allem sehr einfach waren, also so geradlinig. Es gab dann wenige Ecken und Kanten. Allerdings sind die Charaktere super ausgearbeitet. Man kann die meisten, nicht alle, sofort ins Herz schließen. Und es gibt auch immer wieder Überraschungspunkte, wo man denkt so, boah, was? Kann ja jetzt nicht sein. Also im Großen und Ganzen fand ich das Buch richtig gut und ich habe es auch sehr gerne gelesen. Ja. Ich kann also jedem empfehlen, der Dystopien liest, hoffe ich. Also mit Dystopien rezensieren ist ja doch nicht so meins, das ist ja gerade mal das zweite Buch, was ich davon gelesen habe. Aber es hat mir auf jeden Fall gut gefallen und ich freue mich, dass es davon mehr geben wird. Im nächsten Jahr erscheint wie gesagt der zweite Band und wenn das auch gut ankommt, geht es auch tatsächlich weiter. Also Leute, lest das Buch, lest den zweiten Teil auch noch und ja, dann können wir uns auf mehr freuen. Also ich würde mich auf jeden Fall auf mehr freuen. Denn es gibt auf jeden Fall eine Person in dem Buch, die nicht ganz so ist, wie sie scheint. Oder scheint, nein, ist, wie sie scheint. Doch, ist richtig. Und wo noch sehr viele Fragen offen bleiben. Da bin ich schon sehr gespannt, was mit dieser Person auf sich hat. Was passieren wird. Ja, ich kann gar nicht so viel verraten, weil es ist so viel passiert in dem Buch. Und so viel Überraschendes, wo man nichts verraten kann. Also man bedankt Pia halt von den Alpen nach München. Sie schließt sich auch einer Reisegruppe an, die dann eben, ja, wie haben sie gesagt, die Schleusenmigranten halt nach Muck über Umwege. Die sind aber da eben nicht ganz so gern gesehen. Und deswegen muss sich eben Pia entscheiden. Schließt sie sich denen an oder lebt sie wie die Migranten sozusagen? Ja. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Und ja. Ja, wie sagt man das alles erklären?
Mir hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Buch zu lesen. Ich hätte nicht gedacht, von einer Weile her, dass ich sowas überhaupt lesen könnte und dass ich auch von einer mir unbekannten Autorin das immer noch toll finden würde. Ich habe ja jetzt Dan Wells gelesen und habe es gelesen, weil es Dan Wells war, aber das hat mir auch schon gut gefallen. Aber das hier, ich fand sogar, besser kann man nicht sagen, weil, wie gesagt, schwierig zu beurteilen. Aber ich bin auf jeden Fall auf der Seite, wo ich sage, okay, ich möchte gern mehr davon lesen. Es ist okay, das zu lesen. Und ja, für jemanden, der normalerweise sowas nicht liest und das auch noch gut fand, das will dann schon was heißen, oder? Okay, ich hoffe, euch hat diese Rezension zumindest ein bisschen was gebracht. Das hat euch vielleicht ein bisschen neugierig gemacht auf dieses Buch, beziehungsweise die Reihe. Ja, ich freue mich auf den zweiten Band, auf die nächsten E-Books davon. Ich verlinke euch meinen Blogpost oder, zu der Rezension, mein Gott, in der Infobox, wo mir vielleicht noch ein paar mehr Worte einfallen und ein bisschen klarer strukturiert ist. Also wenn euch dieses Gesabbel jetzt hier ein bisschen zu unstrukturiert war, schaut da einfach mal vorbei. Dort verlinke ich euch auch die Facebook-Seite, die verlinke ich auch in der Infobox, von der Autorin, wo sie ständig über Neuigkeiten der MUG präsentiert und auch über sich selbst. Also wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, schaut da mal vorbei. Sie würde sich sicherlich darüber freuen. Okay, dann wünsche ich euch jetzt noch einen tollen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal, beziehungsweise sagt mir doch mal, ob ihr das Buch schon gelesen habt und wie ihr es fandet. Okay, bis dann. Bye, bye.